Mein heutiger Bundesländertag hat mich endlich wieder einmal in meine Heimatstadt nach Salzburg gebracht. Viele interessante Themen standen auf dem Programm. Ganz zu Beginn habe ich den Universitätslehrgang der PMU Palliativ Care besucht und hier den Austausch mit Vortragenden und der Kanzlerin der PMU geführt. Dann ging es weiter in den Stiegelkeller, denn auch hier kann man wunderbar beobachten, dass diese Stadt wieder zum Leben erwacht nach einem langen, Covid-bedingten Dornröschenschlaf. Der nächste Termin führte mich auf die Universität Salzburg, wo ich Professor Smelik treffen konnte, der Erste ist, der unter der Marco Feingold Visiting Professorship hier in Salzburg zum Thema Antisemitismus forscht. Mit dabei war auch die Witwe von Marco Feingold, Hanna Feingold. Und mit ihr gemeinsam und dem Vizerektor der Universität Salzburg haben wir dann auch den Marco Feingold Steg besucht. Marco Feingold würde sich freuen, war ja doch zeitlebens ein Brückenbauer, zwischen den Generationen ein Vermittler, einer, der nicht müde wurde, Antisemitismus und die dunkelsten Kapitel in der Geschichte Österreichs der Jugend zu vermitteln. Jetzt ist er deutlich sichtbar, weit über den Steg hinaus. Abschließend konnten wir den heutigen Bundesländertag in Stiegels Brauwelt mit einem ganz angeregten und interessanten Themendialog zum Thema Zukunft der Europäischen Union. Ich möchte mich bei allen bedanken, die sich schon bisher, aber auch zukünftig für dieses Thema interessieren und intensiv einbringen. Der Bürgerdialog kann nur so erfolgreich sein wie die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. Machen Sie mit!